Ja, Moment mal. Nee, von da war ich da hinten schon? Ich weiß gerade noch nicht. Ach, muss ich alles töten, doch. Ich muss auf jeden Fall den LKW deaktivieren. Wahrscheinlich eh nur so ein Opel Blitzding. Das sind eh keine Ahnung. Der will schon Opel fahren. Du hast einen doch schneller weg, als man gucken kann. Ich könnte auch den Weg hier oben, glaube ich, nehmen. Ich glaube fast nicht. Warum tue ich es dann nicht? Eine exzellente Frage. Weil ich dann nicht an dieses Scheißhaus vorbeikomme. Wo ist der Scheißhaus? Hockey! Was? Hockey? Nee, nee. Wir spielen jetzt kein Hockey. Wir spielen jetzt Holy Lucas. Achso, okay, da geht's noch weiter. Ich dachte, da wäre es irgendwie Ende schon, aber ich vergesse immer, dass es hier immer sehr dunkel wird. Weil es ist Norwegen, das ist hoch im Norden, ne? Da hat ja schon der Name und da wird es halt früher dunkel. Kennt man ja. Ist hier noch irgendwas? Nein? Gut. Glückwunsch, du hast einen Haufen Zeit verschwendet. Toll, wie der hintere Teil noch völlig in Ordnung ist von dem LKW. Hat sich voll gelohnt, dieser Sprengsatz. So richtig total. Total überhaupt nicht. Man kommt so überhaupt mit dieser Panzerstrecke, die mir wahrscheinlich instant killt, ne? Ist auszugehen davon, ja. Stehe ich noch Munition liegen? Was hat denn der andere gemacht? Schmeißen jetzt die Granate in mein eigenes Gesicht. So, wie war das? Stift ziehen bis 13 und Stift schmeißen. Was mache ich mit der Granate? Nee. Ach, komm schon, geh doch einfach tot sterben und so. Mit diesen verschiedenen Wege, man weiß immer nie, wo man zuerst lang soll. Ich liebe es. Ich schieße aber auf volles Gesicht. Genau, ich schieße da hinten seinen Kumpel tot. Man hört Schussgeräusche, und ist verdächtig. Ich wurde verletzt? Verletzt? Erzählt so ein Unsinn. So, heiter weiter. Oh, der hatte so ein Panzerschreckdings. Kann ich die jetzt mitnehmen? Nein. Keine Panzerschreck für mich. Na, es reicht ja, wenn ich ein Panzer bin, den man schrecken muss, ne? So. Wir laufen mal da hinten lang. Wo überraschenderweise das Ding steht. Ja, stell dich nur nicht ans MP, das wäre total bescheuert. Für die MP. Fantaschow. Pistolenmunition, Grafikfehler. Munition für die MP. MP muss ich ja nicht sagen. Eigentlich dürfte ich eigentlich nicht sagen, weil eigentlich kein Wort. Was? Offizier? Schwimm in Bier? Keine Ahnung. Typen können einfach kein richtiges Tor. Was sind denn die? Wieso sehe ich die nicht? Wald voller Bäume mal wieder nicht. Typisch. So, wollen wir uns erst noch mal kurz umgucken. Oh, Ende des Levels, nee. Dazu fühle ich mich noch nicht bereit.
Aber für das Feuerwerk fühle ich mich bereit. Ja. Schön. Ich gehe dann mal. Tolles Feuerwerk. Diese beeindruckende grafische Explosion. Der Wahnsinn. Hier haben wir wieder Triumph. Die Deutschen investierten zahllose Arbeitsstunden in ihre verschiedenen geheimen Waffenprogramme, besonders im Bereich Düsenantrieb. Hier wird das Flugwerk einer Messerschmitt 163 erfolgreich einem Test unterzogen. Die Komet war ein erstaunliches kleines Kampfflugzeug. Doch häufig stellte es für seine Piloten eine größere Gefahr dar als für die feindlichen Bomber. Doch trotz dieser Nachteile war das Zeitalter des Düsenantriebs angebrochen. Durchschnittlich am Arsch. Gratis-Friseur. Was? Gratis gibt's bei mir gar nichts. Spinnt wohl. Ob es hackt? Gratis. Geht's los oder was? Verlangt dafür Kohlen, Mensch. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Prozent ich habe, aber irgendwas mit 70. Also wahrscheinlich jetzt so 3/4 oder so. Nur noch ein bisschen. Uhr sagt ja, komm. Was soll der Geiz? Nächste Mission, jawohl. Ich könnte mal auf den Cheat kurz gucken. Willkommen, Patterson. Ich hoffe, Sie konnten sich nach Ihrem Besuch am Nordpol etwas aufwärmen, weil die Zeit drängt, mit Ihrer nächsten Mission zu beginnen. Wir schicken Sie zur Steinberg-Salzmine in der Nähe von Altaussee, Österreich. Die Deutschen nutzen sie als Allzwecksicherheitsdepot. Dort befinden sich riesige Mengen von Gemälden und Skulpturen. Die Deutschen hatten mehr als 6 Jahre Zeit, die Reichtümer Europas zu rauben. Sie haben Kunstgegenstände aus privaten Sammlungen und Museen entwendet und somit fast das gesamte kulturelle Erbe der westlichen Zivilisation. Ich sehe zwar nicht so aus, aber mein Nebenfach am College war Kunstgeschichte. Es erfüllt mich daher mit Trauer, wenn ich an all das denke, was in diesem Krieg verloren ging. All die zerstörten Kunstgegenstände im endlosen Artilleriefeuer und Bombenhagel. Vor 2 Tagen hat unser Geheimdienst einen Funkspruch der regionalen Behörde abgefangen, in der die Zerstörung der Mine und aller darin befindlichen Kunstgegenstände befohlen wurde. Der Garnisonskommandeur antwortete, dass die Mine mit so viel Dynamit bestückt werde, dass nicht nur die Mine, sondern auch Teile des angrenzenden Dorfs vernichtet würde. Leider gibt es für diese Situation keinen Präzedenzfall. Letztes Jahr erhielt der Oberbefehlshaber von Paris, Dietrich von Koltitz, nach der Einnahme der Stadt den Auftrag, sie einzuäschern, damit sie nicht den Alliierten in die Hände fällt. Koltitz lehnte das ab, erklärte Paris zur offenen Stadt und rettete es so vor der sicheren Zerstörung. Koltitz' Handlung bildet aber leider eine Ausnahme in der Denkweise eines typischen deutschen Offiziers. Draußen wartet ein Jeep auf Sie, Lieutenant. Halten Sie diesen Wahnsinnigen von der Ausführung seiner Befehle ab. Wegtreten. Och Mann. Immer die großen Explosionen da werden versaut. Nicht schön. Ich habe den Colin noch nie so aufgeregt erlebt wie bei dieser Mission. Ja, ja, natürlich. Diese Seite kann ich bisher nicht an ihm. Du musst ihn letztes Jahr ziemlich begeistert haben, wenn er sie so aus sich herausgeht. Die letzte Mission war doch dieses Jahr, was? Nun beginnt es ähnlich. Ich fürchte, dein nächster Auftrag ist ziemlich gefährlich. Pass auf dich auf. Ja, die davor war nicht gefährlich. Nein. Je mehr sie das Blatt wendet, desto verzweifelter scheinen die Deutschen zu kämpfen. Rechne also mit heftigem Widerstand am Eingang der Mine. Da wir nun wissen, was ein Panzerschreck ist, habe ich dir beim OSS-Quartiermeister eine gleichwertige Waffe besorgt. Setze sie aber niemals in engen Räumen ein. Außer du willst sie unbedingt selbst in die Luft springen. Oh ja! Da es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis dich die alliierten Truppen erreichen, müssen wir die Infrastrukturen der Deutschen so gut es geht schädigen. Die Anlage liegt sehr abgeschieden und ist daher auf mehreren große Stromgeneratoren angewiesen. Die Generatoren werden stark bewacht, aber nicht der Treibstoff, dem sie betrieben werden. Sprenge die Treibstofftanks mit deinen Sprengladungen in die Luft. Oh, das war die ganze... Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Zettel. Sehr dünn. Aber ich habe eine Panzerfaust. Oder wie auch immer das bei den Amis, Briten, wie auch immer hieß. Keine Ahnung. Ich habe ein Gewehr. Ich habe die... die Tomsen. Okay.
sieht ein bisschen komisch aus, aber passt. Toll, ich will wieder meine Bar. Ich will die Bar wieder haben. War viel besser als die Thompson. Das ist kacke. Warum ist das Gewehr so kacke? Oh, die Thompson nicht mehr. Die Bar, die war cool. Die hatte Bums. Die hatte alles. Was soll ich mit dem Ding? Ich meine, ich habe damit zwei Schuss. Oh Moment, ich finde Munition für das Ding. Tatsächlich. Dann hast du das mit den zwei Schuss erledigt. Warum habe ich keine Schrotflinte mehr? Wie viel Schaden nehme ich, wenn mich so ein Ding trifft? Ja, du bist dann auch tot. Probieren wir es gar nicht erst aus. Wir wollen es gar nicht erst probieren. Für den Zugang zur Mine. Hier oben nicht noch Munition gelegen? Nein. So. Im Nahkampf nehme ich dann doch lieber die MP. Ich hätte irgendwie erwartet, dass da so ein Treibstofftank drin ist. Aber da erwarte ich wohl zu viel. Das war gut, dass da ein Stein im Weg. Müsste ich denn mal sterben? Zählt dich nicht so, komm schon. Panzerfaustmunition. Kommen hier auch irgendwann mal Panzer? Ich meine, wenn ich eine Panzerfaust bekomme, werden Panzer die logische Wahl. Also das Panzer kommt dann schlussfolgerung. Weil ich natürlich auch gerne einen Panzer nehmen würde. So ein Panzer wäre schon was Schönes. Ein schöner Panzer. Kann man hier Panzer fahren? Nein. Aber ich kann einen Ausweis haben mit einem Ausweis. Nein, ich werde nicht alle Cheats freispielen. Einfach nur das Spiel durchspielen. Cheats können ja selbst beispielen für das Gewehr. Ja, so. Hier stehen ein Haufen Fässer. Und da steht ein MG. Soll ich vielleicht mal abstellen? Ich glaube, auf Dauer kommt das nicht so gut. Auch so für die Gesundheit nicht. Hm? Jetzt irgendwie erwartet, dass ich in die Luft jagen muss. Kann ich halt nicht? Das ist der Treibstoff. Aber ich jage mal in die Luft. Was ist das denn? Das wohl nur Munitionsverschwender. Sehr gut. Aber wenn alle Stücke reisen, habe ich immer noch das Spielzeug. Mit dem ich mich wahrscheinlich selbst in die Luft jage. LKW, den ich nicht in die Luft jagen kann. Was ist das denn für ein Unsinn? Ich muss da wirklich in die MG weiter. Ja. Ja, Küste und so, ne? Also wie ich gerade sagte, ich kann die Mission nochmal neu starten. Das funktioniert schon mal ganz gut. Und dann kann ich den Typen einfach voll ins Gesicht schießen. Schnell, schieß mir ins Gesicht! Ach, ich liebe dieses Video. Vor allem die Stelle mit dem Schieß mir ins Gesicht. Das ist so genial. Ich weiß auch nicht warum.
Ist halt einfach so. Merke, springen und nachladen ist die gleiche Taste. Es ist also keine gute Idee, zu versuchen wegzuspringen, während man zielt. Weil das nur dazu führt, dass ich nachlade. Nicht ausweichen, wie wenn wir eine Bar haben. Gib mir 10 Bar Druck. Jetzt fällt mir jetzt erst ein. Voll im Hemd geballert. Munition, Munition, Heilung, Munition, Raketen, Munition, Affen. Einmal sehen sie mich gar nicht, aber das andere Mal sehen sie dich wieder von hinten kommen. Weil sie hinten Augen haben. Hängt wohl mit dem Wetter zusammen. Weil das Wetter momentan sonnig ist. Diesen wunderschönen Sternenhimmel, weil Sterne auch so bunt sind und so. Also, wenn man jetzt so hoch guckt, gibt doch so. Ich sehe nicht, aber hey. Schießt euch schon mal auf mich. Schon in Ordnung. Hat ja keiner was dagegen, ne? Munition für das Gewehr. Ich habe Munition für mein Gewehr. Das ist gar nicht schwer. So. Heute jagen wir hier nichts in die Luft. Das dauert nur zu lang und führt nur wieder zu Unfällen. Zu unfälligen Unfällen. Zufälligen Unfällen. Zu Zeug, ne? Ihr wisst Bescheid. Hä? Genau. Ich kann einfach drüber laufen. Der macht ernsthaft Schaden. Ja, kitzeln so ein bisschen, aber sonst. Machen die ja nicht wirklich was. Schuss für die Panzerfaust. Jetzt ist die Frage, warum konnte ich die vorher nicht mitnehmen, die Panzerfaust? Weil wir kein eigenes Modell hatten. Kannst du nicht einfach mit so einer Waffe umgehen dann? Das war, glaube ich, sogar dafür gedacht, weil das jeder Jupp nutzen kann, aber. Oder wechsle ich da gerade was? Nee, die wurde, glaube ich, nicht nur für den Volkssturm entwickelt, aber. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Wir sind so lange hier, dass ich darüber mal belegen muss. Und ich habe gerade andere Sachen wie Kopf gehalten. Ist ja nicht so rum. Löst noch eine Lawine aus. Ich habe noch nicht mal Treibstoff für den Generator gefunden. Mit einem Schießschild ein, obwohl ich ihn gar nicht sehe. Warum denn hier? Nur da oben. Ich habe ein Gewehr, Mann. Achso, der hat gar keinen. Dann dachte ich, der hätte das nicht gemacht. So eine Panzerschräg, so eine ekelhafte. Wie der da. Das ist nämlich nicht so lustig. Tatsache, dass ich blind aber voll mit Gegner rauf. Reinrennen ist auch nicht so lustig. Ist er jetzt tot oder nicht? Das weiß ich selbst nicht so genau. Ich schau besser mal. Hallo? Nach? Er ist tot. Handgranaten. Das weiß ich schon wieder nicht, wo ich lang muss. Sein Kreuz. Mit dem Rücken. Oder? Ich muss, glaube ich, mal eine Pause machen. Ja, das Rücklaufen hat sich voll gelohnt. So voll überhaupt nicht.
Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist hier übrigens Schnee. Kann mich auch schneeblind werden? Oh, schieß Bock. Ist die tatsächlich Luftgejagt? Ich glaube schon. Sehr schöner Zug von dir, muss ich sagen.